Und wir machen weiter mit einem weiteren Kampf im Federgewicht. In der roten Ecke Salif Diallo aus Frankreich, nein, aus der Schweiz, Lausanne, französische Schweiz, gegen Duchwach Kadi Magomayev aus, ebenfalls aus der Schweiz, in der blauen Ecke. Der Kampf geht los. High-Kick-Versuch von Duchwach. Und Takedown-Angriff von Duchwach. Aber Sali verteidigt bisher ganz gut. Macht sich schwer am Käfig. Die Beine schön weit auseinander. Arbeitet jetzt mit kurzen Ellbogen. Das macht es immer extrem unangenehm für jemanden, der angreift. Weil man von denen nicht allzu viele abbekommen will. Das heißt, entweder muss man den Takedown schnell finishen und wenn das nicht geht, muss man sich wieder nach oben orientieren, dass der Kopf nicht mehr in der Höhe ist, an dem er gut mit Ellbogen bearbeitet werden kann. Und genau das hat Duchwach auch gemacht. Ist wieder weiter oben im Clinch und versucht jetzt einen neuen Anlauf. Finger sind zusammen, hebt Sali aus, aber Sali landet wieder auf den Füßen und so kann Duchwach keinen Takedown erarbeiten. Ein schöner Duck Under versucht da, sich unter dem Arm von Salif durchzubewegen, um den Takedown zu bekommen. Aber Salif macht es bisher wirklich diszipliniert, ordentlich, macht sich immer wieder schwer, arbeitet oben, arbeitet mit Schlägen. Das ist nämlich der große Unterschied vom normalen Ring zum MMA-Ring. Zum einen, es gibt einen Käfig, den man nutzen kann, um sich abzustützen. Man kann sich da reindrücken, man kann sich schwer machen. Das ist wie ein drittes Bein sozusagen als Stütze. Und zweitens, man kann die Aktion des Gegners auch immer mit Schlägen verschönern, in Anführungsstrichen. Aber jetzt hat Duchwach es geschafft, ihn auszuheben und ihn runtergebracht. Landet aber direkt in der Triangel und muss jetzt aufpassen, dass hier Duchwach, dass Salif seinen Arm nicht rüber bewegt, der es jetzt genau geschafft hat. Die Triangel ist eng und wenn jetzt Salif noch ein bisschen schlägt, wird das Ganze sehr, sehr schnell, sehr unangenehm. Duchwach versucht jetzt hier von oben zu arbeiten. Salif müsste jetzt den Kopf einfach von Duchwach noch weiter runterziehen und ihn so langsam aber sicher ihm die Blutzufuhr zum Kopf abdrücken. Und da ist der Tap. Duchwach gibt auf. Schöne Triangel von Salif Diallo. Finish damit. Duchwach Kadi Magomayev. Kadi Magomayev in der ersten Runde durch Triangle Choke.